Du Stefan, was ist dein System? Du bist doch Sozialarbeiter, die arbeiten doch so systemisch. Klär mal, was ist Sozialarbeit? Indem ich Sozialarbeit erkläre, verstehst du dann auch, was ein System ist? Ja, warum nicht? Wenn ihr doch sagt, ihr arbeitet systemisch, dann kann ich doch fragen, wie du arbeitest. Und dann, ja, warum nicht? Okay, kann mir ja egal sein. Also ja, soziale Arbeit ist Arbeit am Sozialen, nicht an Körpern, nicht an Psychen. Okay, und was ist jetzt das Soziale? Ja eben, nicht Körper, nicht Psychen, hallo? Aha, Merkmal 1. Systeme erkennen sich selber nicht so richtig gut, aber sie wissen, was nicht zum System gehört. Sie haben also klare Grenzen. So. Okay. Aber kannst du jetzt nicht mal positiv versuchen zu sagen? Also, was könnte denn das Soziale sein? Ist da gar keine Idee. Hahaha, also da ist so viel Energie drin. Da kannst du rumgehen und fragen, wen du willst. Und bekommst unterschiedliche Antworten und es verändert sich auch ständig. Und boah, das ist total dynamisch. Wow, Energie und Kommunikation halten das dynamisch. Wow. Das habe ich schon irgendwo gelesen. Ein System wird definiert durch eine klare Innen- und Außengrenze und dann braucht es Energie und Kommunikation. Oh. Also diese Systeme, die können also wie sich selber reflektieren und sich abgleichen mit diesen Grenzen und darauf reagieren und haben genügend Kraft, um sich selber zu erneuern. Also irgendwie so. Ja, ganz genau. Sonst würden wir sie auch gar nicht Systeme nennen. Sonst wären es halt einfach Prozesse, die einmal anlaufen und wieder aufhören. Aber ein System ist es dann, wenn es sich selber am Leben halten kann. So. Also für das Soziale ist der Mensch in dem Fall gar kein System. Sehr gut. Ja, aus der Perspektive des Systems ist der einzelne Mensch, der einzelne Körper, einfach ein Prozess, der kommt und geht und auf die Welt kommt und stirbt. Und ja, genau. Der einzelne Körper, die einzelne Psyche, die erlebt das schon ein bisschen anders, oder? Ja klar, aber jetzt hast du es ja gesagt, der Körper unterscheidet sich ja nicht von dieser Natur. Wenn dieser Körper stirbt, dann ist er ja immer noch Teil von Natur. Und die Psyche? Geilste Frage. Also darüber wissen wir nichts. Und die sagen, ich weiß, wie es nach dem leiblichen Tod weitergehen in meiner Psyche. Den glaube ich nicht. Aber du, Religion hat natürlich wunderschöne, ästhetisierte Antworten darauf gebracht. Und ja, also ich glaube, das wäre dann ein nächstes Kapitel. Aber du, wenn ich natürlich jetzt all meine Gedanken absauge und in meinem Netz, in meinen Bots weiter vervielfältige. Oh, wow, spannend, gehen wir da weiter? Nein, komm, wir hören auf hier. Es wird zu viel. Mit anderen Worten, in der Psyche bist du ziemlich einsam. Oder wie mein Vater schon sagte, es ist nicht an uns, das Schicksal zu wählen. Es ist an uns, einen Umgang damit zu finden.
Und das, ja, das ist ein sehr einsamer Prozess. Noch einmal, also warum sind dann diese Systemtheorien aufgekommen? Also wie erklärst du dir das? Ja, ich denke, das ganze Ding ist ja zusammengeknallt mit den Naturwissenschaften, wie dann die Physiker gekommen sind mit diesem referenzialistischen System. Oh, da draußen ist die Welt und wir haben die Instrumente, wie wir sie anschauen können. Und plötzlich ist das alles zusammengeknallt. Ah, muss ich wieder mal nachlesen. Ich glaube Heisenberg, gell? Unschärferelation. Also, da schaust du auf die Welt und dann ist es zur gleichen Zeit Teile oder Welle. So, und du selber als Beobachter bist Teil von diesem so. Und dann kommt Paul Watzlawick, du kannst nicht kommunizieren. Das ging jetzt aber beeindruckend schnell, hä? Nein, also die Konstruktivisten haben ja eigentlich nur gesagt, es geht nicht so linear, kausal, deterministisch, sondern es geht prozessual, systemisch, dynamisch. Ja, das ist natürlich tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Das stellt ja alles auf den Kopf. Wow. Langsam, nein, das ist nicht der Paradigmenwechsel. Weißt du, für die sozialarbeitenden Frauen war das immer klar, seit 500 Jahren. Wenn sie am Arbeiten sind, arbeiten sie prozessual, systemisch, dynamisch etc. Aber wenn sie zu Hause dann einen Kuchen gebacken haben, haben sie natürlich auch linear, kausal, deterministisch gekocht. Also, nee, das ist nicht der Paradigmenwechsel, das nicht. Du meinst also Natur- und Geisteswissenschaften, harte und weiche Wissenschaften, das ist gar kein Gegensatz, das ist eher eine Komplementarität, genau. William James, Pragmatismus. Pragmatismus heißt, wir suchen nach dem Unterschied, welchen einen praktischen Unterschied macht. Ja, das. Wow, dieser Paradigmenwechsel ist schon so alt. Das hat schon etwas mit dem technischen Wandel zu tun, also das mit den vier industriellen Revolutionen. Mechanisierung, Motorisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Das hat schon viel mit dem zu tun. Und eben um das in den Griff zu bekommen, brauchst du ja eben einen anderen Weltzugang, weil das mit dem linear-kausal-deterministisch alleine eben so nicht mehr geht. Wow, das ist ein Wendepunkt. Auch unser Wendepunkt hier, ich habe keine Batterie mehr. Jetzt geht's hier runter. Ah, muss ich ein bisschen schneller gehen, um noch vor dem Einbruch der Dunkelheit wieder unten zu sein. Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn du als Sozialarbeiter mit Systemtheorien arbeitest? Also bevor ich fast abgestürzt bin auf dem Heimweg, verlasse nie die ausgezeichneten Wege in diesen Dis. Oh Mann, zum zweiten Mal ist mir das passiert. Was war das jetzt? Also drei Gründe. Überwindung dieses vermeintlichen Gegensatzes von Natur- und Geisteswissenschaften. Also das war jetzt schon so lange auf dem Tablett, das hat man nie so richtig hingekriegt. Jetzt ist es weg. Der größere aber ist natürlich, dass du die Dickhäuter wegbekommst, welche so nerven. Ich meine, wenn du daran denkst, warum ist es wichtig, ob sich die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne und ob sich die Erde dreht oder die Sonne auf und unter geht. Warum war das wichtig? Das ist überhaupt nicht wichtig. Oder solche Sachen. Also diese Umstellung von Weltzugängen war natürlich immer soziale Befreiungsaktionen, haben immer ermöglicht, dass die soziale Frage, wie wollen wir zusammenleben, neu beantwortet werden konnte. War Grund 2. Naja, und der dritte Grund ist natürlich der dramatischste und fantastischste und interessanteste. Und weißt du, vorher hat man sich die Welt als eine, also diese mechanische Ente war ja so ein Bild. Jedes Kind hat damals gewusst, dass dass eine Ente nicht mechanisch ist, eine dampfende Maschine oder so etwas. Jedes Kind hat das gewusst. Und so sagen auch wir heute mit den Systemtheorien nicht, es ist so, so und so ist die Welt. Aber unser Modell macht einen praktischen Unterschied. Deshalb finde ich ja das so spannend mit der sozialen Arbeit, oder? Also, weil wir jetzt dieses System, wie wir uns das vorstellen, also das Soziale, der Körper und der Geist oder keine Ahnung wo, also diese drei autopoietischen Systeme, die eben klare Grenzen haben, es ist völlig klar, Gedanken kannst du nicht copy-pasten, es ist völlig klar, dass es immer in dir ist. Körper, immer klar.
Soziale, alles andere. Das ist eine biopsychosoziale Denkfigur. Und der Vorteil dieser biopsychosozialen Denkfigur ist, also diese biopsychosoziale Denkfigur legt jetzt eigentlich wie nahe, dass es ja auch noch ein viertes autopoietisches System geben könnte. Selbst steuern, hat also eine klare Grenze, innen, außen, und hat genügend Energie, um Kommunikation zu machen, um sich ständig am Laufen zu halten. Dass der Rechner, dass der Computer und das ist ein Vorteil. Und damit bin ich wieder bei Paul Watzlawick. Die Natur, der Körper, Stoffwechsel. Die Psyche, Gedanken. Kommunikation. Und dann noch das vierte, diese Rechnersysteme, diese riesigen Datenbanken, diese Software, diese Computer, bezieht Energie aus dem Körper. Das Soziale, Kommunikation. Kommunikation, Schlüssel. Sozio-Techno-Denkfigur. Das finde ich sehr optionenreich. Die rufen können und sagen können, da hätte ich eine Idee, könnte ich mich verbessern, habe ich mich schon verbessert und so weiter. Biopsycho. Paul Watzlawick war vor 70 Jahren in Zürich angekommen, deshalb feiern wir ihn ab Donnerstag. Sein erstes Axiom, du kannst nicht kommunizieren. Ich würde das interpretieren als, du kannst nicht unterscheiden, nicht beobachten, nicht handeln. Und dann kommt noch Ruhmann drauf und Hallihallo. Ja, also, gut. Und danach die ganzen Machttheorien von Silvio Staub-Bernasconi. Also, ich würde mal sagen, wenn ich das noch aufschreibe, dann verändert sich das noch einmal stark, aber das könnte etwa ein Outline sein. Das Experiment lade ich jetzt runter, lade es bei YouTube wieder hoch, binde es in meinem Blog Dies und Dies ein, erzähle es am nächsten Wochenende im Paul Watzlawick Festival und von hier bis dort kannst du überall sagen, nee, hast du nicht verstanden, das ist falsch, das könnte man besser sagen und so weiter. Ja. Kritik, das ist das, was ich suche. Nicht Fans, nicht Klicks, nicht Verweildauer. Gib mir mal A vorbei. Im Namen des Herzens der Mutter, sagen, sonst geht's hin. Unruhe.